Hallo meine lieben Thermi-Freunde. Ja, heute gibt es Zucchini-Röllchen bei uns. Die habe ich schon ganz oft gemacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme euch dazu und verfilme es mal, weil sie total lecker sind. Wir brauchen als erstes Zucchini und einen Käse und einen Schinken. Und das rollen wir uns dann so auf und geben das dann in eine gefettete Auflaufform. Ich habe jetzt die mittlere Ofenhexe dazu genommen. Bei mir ist jetzt genau eine Zucchini. Wenn das nicht so schön drin ist, das macht gar nichts. Schaut, so schaut es dann aus. Ich habe sie gehobelt, habe mir die Stufe 1 eingestellt, also ganz dünn hobeln. Wie gesagt, eine Zucchini war es bei mir. Und dann fangen wir auch gleich an. Als erstes geben wir eine Zwiebel halbiert und zwei Knoblauchzehen in den Mixtopf. Das Ganze verkleinern wir uns 3 Sekunden auf der Stufe 5. Das Ganze schieben wir uns jetzt nach unten, weil das jetzt angedünstet wird. Jetzt geben wir dazu 10 Gramm Öl. Ich habe wieder Sonnenblumenöl genommen. Jetzt stellen wir unseren Thermi 3 Minuten auf Varoma Stufe 1. Jetzt kommen noch 40 Gramm Tomatenmark dazu. Schön schauen, dass es nicht direkt aufs Messer fällt. Und das Ganze erwärmen wir jetzt nochmal. Und zwar nochmal eine Minute jetzt. Auf Varoma wieder und die Stufe 1. Jetzt ist das schön angedünstet. Jetzt kommt auch schon der Rest dazu und das wären 150 Gramm Wasser, 200 Gramm Sahne, 1 Teelöffel Gemüsebrühpaste, 1 Teelöffel Paprika, 2 Teelöffel Kräuter de Provence, 1 Teelöffel Speisestärke und 1 Teelöffel Salz und ein bisschen Pfeffer. Wieder schauen, dass es nicht direkt auf dem Messer oben liegt. So, und jetzt wird die Soße aufgekocht und zwar 4 Minuten. Auf 100 Grad und auf der Stufe 3. So, die Soße ist fertig gekocht. Das, was am Deckel hängt, das gebe ich gleich auf meine Röllchen drauf. So, schaut mal, so schaut sie jetzt aus, die Soße. Und das Ganze gießen wir jetzt über unsere Röllchen, schön verteilt, dass die überall was hinkommt. Drum nehmen. So.
Soße ist wirklich genug, weil die Zucchini-Röllchen, die gehen nur nach unten, die verkleinern sich und die Soße kommt dann nach oben. Also es ist wirklich genug Soße, das sieht jetzt immer so wenig aus. Machen wir jetzt die Lüftung aus, genau. So, und ich gebe jetzt oben drauf immer noch einen geriebenen Käse. Den reibe ich mir jetzt schön gleich frisch drauf. Bei mir ist es heute ein Emmentaler. Das ist bei uns heute die Beilage. Bei uns gibt es heute Naturschnitzel und dann die Röllchen dazu. Da haben wir dann eine leckere Soße eben dafür. Und von gestern haben wir noch ein bisschen Kartoffelsalat, den gibt es dann auch noch dazu. Das Ganze kommt jetzt dann in den kalten Ofen bei 180 Grad. Für circa ja, so eine halbe Stunde lasse ich es immer drin, bis der Käse richtig schön verlaufen ist und ein bisschen braun wird oben. Ja, und wenn es dann fertig ist, hole ich euch wieder dazu und zeige es euch, wie es dann fertig überbacken aussieht. Schmecken tut es total lecker, das weiß ich. Wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also, wir sehen uns dann später. So, die Zucchini-Röllchen sind jetzt fertig. Schauen, wie das super ausschaut. Soße ist bis oben hin, also wirklich reichlich an Soße. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mal nachmachen würdet. Schmecken tut es total lecker, das weiß ich. Dann sage ich auch schon Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Manu.